Hallöchen Leute und damit herzlich willkommen zu Let's Play. Gleich kommt der Titel. Spyro Reignited Trilogy auf der Nintendo Switch, denn ab sofort, ab morgen den 3.9.2019 können alle in den Genuss des kleinen lila Drachen Spyro kommen. Denn ab morgen ist dieses Spiel nicht nur für die Nintendo Switch, sondern auch auf Steam für den PC für alle zugänglich. Mit was man eigentlich gar nicht gerechnet hätte, denn nun ja, Spyro ist ein Sony-Maskottchen oder war damals ein Sony-Maskottchen und demnach war sein Zuhause auf der PlayStation. Und es ist sehr überraschend, dass nun auch diese Spiele neben Crash auch Spyro es auf die Nintendo Switch geschafft hat. Die Konsole, wo ja meiner Meinung nach sogar ein bisschen besser hinpasst. Denn sind wir mal ehrlich, pinke, lila Drachen und bunte Beuteldachse passen einfach viel besser zur Nintendo Community als zur FIFA-Shooter-Community, die dort auf der PlayStation 4 vorherrscht. Und dementsprechend freut es mich umso mehr, dass Spyro nun auch hier auf der Nintendo Switch verfügbar ist. Meine Vorfreude auf Spyro war gar nicht mal so groß, um ehrlich zu sein. Ich kannte Crash, ich habe über Crash immer sehr, sehr vieles gehört und ich wollte es gerne mal selbst ausprobieren. Aber bei Spyro, da hatte ich immer so ein schlechtes Bild im Kopf damals. Lag wahrscheinlich daran, da ich immer nur das Gameplay zu den schlechteren Teilen von der Fan-Community gesehen, den Wii-Teilen und den GameCube-Teilen gesehen habe, aber nie irgendetwas zur Trilogie, die wir jetzt ja gemeinsam spielen werden. Und die habe ich mir gekauft, weil mein Hype jetzt doch riesig ist auf Spyro. Und zwar habe ich mir damals, als es auf der PlayStation 4 rauskam, ein Let's Play zu Teil 1 und zur Hälfte von Teil 2 angesehen. Das heißt, wir gehen da nicht blind rein in die ersten zwei Teile. Und ich war absolut begeistert. Ich mochte Spyro sofort. Denn das Gameplay erinnert so ein bisschen an einen Collect davon und da kann man eigentlich sowieso nichts falsch machen. Und dementsprechend, ja, ne? Spyro. Legen wir los. Ich akzeptiere noch kurz hier die Lizenzvereinbarung. Die ewig lange. Da gab es auch welche bei Crash Team Racing, als das auf die Nintendo Switch kam. Und die war, glaube ich, 43 Seiten lang. Viel Spaß beim Durchlesen, das brauche ich nicht unbedingt. Und dann legen wir auch schon los, ich würde sagen einfach Speicherplatz 1, oder? Und genau wie, das möchte ich direkt vorne hinweg sagen, nicht, dass ihr jetzt dann irgendwie denkt, Ultra, wo bleibt Teil 2, wo bleibt Teil 3? Genauso wie bei Crash Bandicoot, der Insane Trilogy, und bei Boxboy, was ja jetzt auch nur drei Storylines hat, wie wir mitbekommen haben, hoffentlich, habt ihr den letzten Part gesehen heute. Hat dieses Spiel auch drei Teile und wir werden uns jetzt erstmal nur auf den ersten Teil stürzen. Danach möchte ich versuchen, ein paar Projekte auf meinem Kanal zu beenden. Außerdem kommt Link's Awakening raus, was wir auch auf jeden Fall spielen werden. Und dementsprechend, ja, erstmal nur der erste Teil, aber wir werden den zweiten und den dritten dann auch irgendwann spielen. Kommt natürlich wieder drauf an, wie gut es euch gefällt. Deswegen jetzt schon mal, wenn es euch gefällt, Daumen hoch, dann sehe ich das direkt. Und natürlich spielen wir es, wie man es auf meinem Kanal gewohnt ist, zu 100%. Oder sollte es mehr geben, dann eben zu mehr. Na dann, legen wir los mit dem ersten Spiel der Spyro Trilogy, Spyro the Dragon. In der Welt der Drachen. Okay, läuft. Oh, ewig war es friedlich in den fünf Welten. Oder sind es sechs? Ein Drachenleben lang. Wir haben 12.000 Schätze. Oder sind es 14.000? Was ist mit diesem Gnasty-Gnork-Typen? Also, ich habe gehört, dass er mit einem Zauber Edelsteine in Krieger verwandelt. Da kann ich antworten. Gnasty-Gnork ist einfach gestrickt.
Einfach? Er ist gefangen in einer fernen Welt und keine Gefahr für das Drachenreich. Keine Gefahr? Zudem ist er hässlich. Hässlich? Jetzt reicht es. Da habe ich wohl einiges zu tun. Was will man mehr? Kurz und knackig die Story. Endboss vorgestellt und jetzt beginnt das Abenteuer hier mit Spyro. Und jetzt kann ich mich erstmal selbst mit der Steuerung ein bisschen vertraut machen. Wir haben auf dem X-Knopf hier das Umsehen, was wir schon gesehen haben gerade. Dann auf den A-Knopf, sehr interessant, können wir Feuer speien. Das hätte ich eher auf B erwartet. Mit B können wir stattdessen springen und ich nehme auch an, genau, wir können auch gleiten. Wie gesagt, ich kenne das eigentlich schon. Also ich habe schon Gameplay dazu gesehen. Den ersten und die Hälfte des zweiten Teils. Aber jetzt kann ich, wie gesagt, mich einmal selbst damit vertraut machen. Und dementsprechend, wird das auch Zeit. Und mit Y können wir sprintern. Alles klar, ansonsten, ihr habt es gerade eh schon gesehen, ich habe hier schon einen Edelstein eingesammelt. Das sind nämlich die Collectibles, die es hier in Spyro zu finden gibt. Und zwar eine ganze Menge Edelsteine, was so ein bisschen die Münzen widerspiegelt aus Mario, könnte man meinen. Oder in Banjo-Kazooie die Noten, wenn man es denn mit den alten Collector-Fonts von damals vergleichen würde. Oder eben mit Yooka-Laylee jetzt die Federn. Oder mit Ahead in Time die Pons. Und natürlich gibt es auch etwas, was große Collectibles sind, wie in Mario 64 die Sterne, in Banjo-Kazooie die Puzzleteile. Und das sind, wie wir es schon gesehen haben, gerade in der Intro-Sequenz Drachen. Denn diese Drachen wurden in Stein verwandelt und Spyro begibt sich nun auf die Reise als einziger Drache, der nicht in Stein verwandelt wurde, um diese zu retten. Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. Befreie 10 Drachen in der Artisanenwelt und gehe dann zum Ballonfahrer. Er bringt dich in die nächste Welt. Was ist mit Nasty Nork? Den schnapp ich mir. Finde zuerst die Drachen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Und da haben wir es auch schon gehört. 10 Drachen brauchen wir, um eine weitere Welt zu betreten. Wir sind ja jetzt anscheinend hier in Welt 1. Vielleicht kann man das im Pausemenü sogar noch ein bisschen besser checken. Hier Artisanen heißt anscheinend die erste Welt. 100 Edelsteine gibt es zu finden, 4 Drachen und wie ihr wisst, 100%, wir holen alles. Und wir haben schon 13% hier in Artisanen. Da kommen natürlich dann die anderen Welten, glaube ich, auch dazu. Jedenfalls, wird auf jeden Fall ein spaßiges kleines Abenteuer. Ich freue mich drauf. Ansonsten sehen wir hier noch die Libelle Sparks, die Spyro begleitet. Das ist so gesehen unsere Trefferanzeige, wie in Rayman Origins Legends. Wo Rayman ja, was hat er da? Ein Herz, genau, er hat ein Herz bei sich, was mit ihm rumfliegt. Hat Spyro eben die Libelle, die mit ihm rumfliegt. Und diese Libelle, die zeigt uns an, wie viele Treffer wir von einem Gegner noch einstecken können. Und ich möchte ganz kurz mal zeigen, wie das dann aussieht, wenn wir einen Treffer einstecken. Habe ich denn hier irgendwo einen Gegner? Die rennen alle vor mir weg. Wollt ihr mich nicht irgendwie mal schlagen? Hey, wie wär's? Na, heute nicht. Okay, dann halt nicht. Die würde sich nämlich umfärben. Und ich glaube, die wird dann grün und dann blau. Ich bin mir mit den Farben aber nicht sicher. Jedenfalls können wir, glaube ich, 3 Treffer einstecken, bevor wir sterben. Und ihr seht auch schon hier bei den Edelsteinen, die ich hier einsammle, fleißig schon die ganze Zeit. Es gibt verschiedene Edelsteine. Die roten sind einen Punkt wert, während die grünen 2 Punkte wert sind und so weiter und so fort. Und natürlich ist es unser Ziel, alle Edelsteine hier zu finden. Das wären 100 an der Zahl. Und diese Edelsteine liegen nicht nur auf dem Weg rum, natürlich größtenteils liegen sie auf dem Weg rum. Aber natürlich sind die Gegner nicht umsonst. Denn wenn ich den einen Gegner, der sich jetzt hier in dieses Labyrinth... Ich mag die Kamera gerade überhaupt nicht. Was war das? Ach, das ist ein Leben. Okay.
Interessant, aus einem Drachenei kommt also ein Leben raus für unseren Spyro. Und ich habe gerade einen Gegner besiegt und der hat einen Edelstein fallen lassen. Und ja, das hat es mit allen Gegnern in diesem Spiel auf sich. Dementsprechend sollte es auch unser Ziel sein, jeden einzelnen Gegner in diesem Spiel zu besiegen, damit wir natürlich an alle Edelsteine rankommen. So. Dann erkunde ich noch ganz kurz weiter hier das Gebiet. Du gehst auch mal ganz kurz weg. Ich brauche deinen Edelstein. Es sollte auch unser Ziel sein. Ah, guck mal, da geht's dann weiter in die nächste Welt. Das ist der Ballonflieger, von dem uns ja bereits erzählt wurde. Lass mich mal ganz kurz mit ihm reden. Marco, der Ballonfahrer. Drachen zu retten? Dann darfst du mit diesem Ballon in eine neue Welt fliegen. Die Synchro ist auch um einiges besser gelungen als in Crash Bandicoot. Muss man dazu sagen, sie ist nicht perfekt im Deutschen. Im Englischen kenne ich sie nicht, aber es ist auf jeden Fall halbwegs lippensynchron, was man von der Crash and Sane Trilogy ja bei den Cutscenes leider nicht behaupten kann. Bleib stehen! Na los, ich brauche da einen Edelstein. Ach, guck mal an, der Typ mit dem Sack hier, der hat noch viel mehr Edelsteine. Habe ich jetzt den einen Edelstein erwischt? Ich hoffe, nein, habe ich nicht. Gut, dass ich da nochmal umgedreht bin und jetzt ist er tot. Sehr schön. Na dann, ein neuer Drache, Delbin. Wo ist Nasty Nog? Ich mache ihn fertig. Ruhig, Blut-Spyro. Du hast erstmal noch viel zu lernen. Weißt du, was die Libelle macht, die dir folgt? Sie heißt Sparks. Sparks hilft dir und beschützt dich. Behalte ihn im Auge, dann siehst du, was ich meine. Genau. Sparks sammelt nämlich auch, wenn ich da jetzt seitlich dran vorbeirenne, dann sammelt er auch für mich die Edelsteine ein. Also er ist auch wirklich sehr, sehr hilfreich. Können wir ins Wasser? Nein, können wir nicht. Aber hey, so können wir wenigstens die Libelle sehen und sie färbt sich blau. Das bedeutet, die letzte Farbe ist dann höchstwahrscheinlich rot. Ich gehe nochmal rein. Nee, grün. Okay, das heißt, jetzt dürfte ich nicht mehr rein. Kriege ich von dir Heilung? Nein, schade. Jetzt muss ich ganz vorsichtig sein, weil ich jetzt extra die Farben ausprobieren wollte. Ich meine, im ersten Level möchte ich jetzt eigentlich ungern sterben. Das wäre ein klein wenig unnötig. Kommt her. So, Nummer 1. Wo ist der zweite hingerannt von euch? Ah, guck, genau. Diese Schafe hier, die hier rumrennen. Wenn wir die abfackeln. Habe ich nicht erwischt. Okay. Wenn wir die abfackeln, dann droppen die Schmetterlinge. Und diese Schmetterlinge kann die Libelle benutzen, um sich selbst zu regenerieren. So. Sehr schön. 64 hätten wir schon mal Edelsteine. Ich glaube, wir können noch gar nicht alle bekommen, weil sich, glaube ich, hier hinter der Tür noch irgendwas verbirgt. Aber wir wollen natürlich den größten Teil bekommen. Und dementsprechend alles her damit. Sehr schön. Da gibt es auch noch einen Drachen. Der Thomas ohne Haar. Hey, Spyro. Drück zweimal Sprung, um zu gleiten. Und hab keine Angst. Angst? Wovor? Von hohen Berggipfeln zu stürzen? In urzeitliche Gletscher zu fallen? Ach, das. Ach, das. Kann passieren, ich meine. Ist ein Jump'n'Run, da kannst du schon mal in eine Schlucht fallen. Sollte bestenfalls nicht passieren. So, wie komme ich da hoch? Das reicht doch niemals mit einem Sprung. Ja, das war mir schon klar. Guck mal, wieder der so ein Typ. Den habe ich jetzt direkt umgerempelt. Das kann man auch machen. Dann muss man ihn nicht mal abfackeln. Dann lässt er auch so eine ganze Menge fallen. Sehr schön. Drei Stück hier. Da komme ich hoch. Okay. Ein paar Edelsteine dort. Ein paar Edelsteine da. Haben wir noch Edelsteine irgendwo? Ich sammle die doch so gern. Ansonsten, was kann ich sonst noch zum Spiel erzählen? Ich meine, für den ersten Part sollte man eigentlich eine ganze Menge über Spiel erzählen, aber ich weiß halt nichts zu Spyro, deswegen... Ich weiß halt, dass er damals eine Trilogie hatte. Die spielen wir ja auch gerade. Dann später... Ja... Bekam er noch weitere Ableger, so wie Crash. Auf der Wii, auf der GameCube, von denen ich bereits erzählt habe. Aber die Community fand die nicht so gut und deswegen, ja, wurden auch nie wieder weitere Spyro-Spiele entwickelt.
weil viele Leute eben der Meinung waren, na, die kaufe ich mir nicht mehr. Hat jetzt nicht so viel Spaß gemacht. Dasselbe auch mit der Crash, mit der Crash-Reihe. Da war das genauso der Fall, dass viele Leute dann der Meinung waren, na, das lässt mittlerweile echt nach vom Gameplay. Vor allen Dingen, weil sie bei Crash ja auch neue Sachen ausprobiert haben. Da war das wirklich nicht mehr das alte Gameplay. Da weiß ich nicht, wie es bei Spyro war, aber ich glaube, da war es auch nicht mehr das alte Gameplay. Also das, was wir jetzt gerade hier sehen. Da wurde auch nochmal das Gameplay komplett über den Haufen geworfen und ne, never change a running system. Ansonsten verkauft sich's eben nicht mehr. Joa. Haben sie einen Fehler gemacht. Aber den hat ja Toys for Bob jetzt hier mit dem Remaster. Ich glaube, es ist ein Remaster, oder? Ne, es müsste eigentlich ein Doch, es ist ein Remaster, weil alles neu gemacht wurde. Zwar wurden die Sachen aus dem alten Spiel rauskopiert, aber das alte Spiel wurde nicht als Vorlage... Ich weiß es nicht. Es gibt irgendwie... Irgendwie gibt es so Sachen, wie man Remaster und Remaker voneinander unterscheiden kann. Egal. So, damit haben wir Welt 1 zu 100% abgeschlossen. Sehr schön. Mit Argus zu guter Letzt. Coole Sache. Mach das nochmal. Der Artisanenboss ist hinter einem Portal im Drachenmaul. Aber du bist noch nicht so weit, Spyro. Du musst erst ein anderes Artisanenland abschließen. Kein Problem, Freundchen. Das können wir machen. 100% abgeschlossen. Sehr schön. Na dann, würde ich gleich mal sagen, wir verlassen mal die erste Overworld. Denn ihr habt es schon gesehen, hoffentlich. Hier gibt es Portale. Und diese Portale führen uns in weitere kleine Unterbereiche der Welt. Wie zum Beispiel hier die Steinhügel. Ich glaube, da gucken wir als erstes rein. Ich habe keine Ahnung, was die offizielle Reihenfolge ist. Wir nehmen jetzt einfach mal das hier. So. Und dann gibt es eine kleine Abrechnung. Normalerweise, ja, da ist die Abrechnung sehr schön. Das leckt überhaupt nicht. Aber ja, mit ein bisschen grafischen Mankos muss man auf jeden Fall rechnen. Ich habe auch schon gehört, dass das Dock mehr lecken soll, als wenn man Handheld spielt. Was mich sehr überrascht hat. Bis jetzt habe ich keine krassen Ruckler gemerkt, also ich bin zufrieden. Ist halt genau so, wie ich es erwartet habe. Man sollte jetzt hier nicht Top-Qualität wie auf der PlayStation 4 erwarten. Es passt schon. Ist in Ordnung. Was man auch noch erwähnen kann, es ist genauso wie auf der PlayStation 4 und Xbox, als es damals rausgekommen ist. Der erste Teil ist auf der Cartridge, wenn ihr es euch im Laden holt. Der zweite und dritte Teil müsst ihr euch downloaden. Ich meine, mittlerweile sollte es jeder mitbekommen haben, dass es wieder so gelöst wurde, aber ich erwähne es trotzdem zur Sicherheit nochmal, falls da draußen irgendjemand gerade dieses Let's Play guckt und sich überzeugen möchte, sich das Spiel zu holen. Es ist ein sehr, sehr großer Download. Ich habe gerade eine Stunde gedownloadet, das Spiel, das Update für das Spiel, also Teil 2 und Teil 3. Und das waren 8,7 Gigabyte, die ihr da runterladen müsst. Und kann ich da runter? Ja, da kann ich runter. Okay, puh, ich dachte schon, das wäre jetzt schlecht gewesen, wenn ich da nicht runter hätte können. Achte auf die Libelle, Spyro. Ihre Farbe zeigt an, wie stark sie ist. Wenn sie Schmetterlinge frisst, bleibt sie stark. Wie ich. Klar. Ja. Nein, ich wollte noch nicht raus. Da unten ist noch eine Truhe. Was wollte ich sagen? 8,7 Gigabyte groß. Ist größer als Yooka-Laylee, wenn ihr euch das auf der Switch geholt habt. Ich würde euch raten, eine... kann ich dich einfach so öffnen irgendwie? Nein, kann ich nicht. Ich habe schon gesehen, dass es eine besondere Truhe ist. Da brauchen wir anscheinend einen Schlüssel dafür. Höchst interessant. Na gut, was wollte ich erwähnen? Ich komme immer wieder raus, weil dieses Spiel, ne, jetzt vor allen Dingen im ersten Part, musst du halt so viel erzählen, damit alles schon mal abgerattert ist, was Gameplay-technisch und Story-technisch, wobei ich bei der Story eh nicht viel dazu sagen kann, weil es ist halt eine typische Story. Ey, deine Kollegen sind in Stein verwandelt worden, go, rette sie. Ne, simple Story kann nicht simpler sein. Let's Play Markus hat sich zum Beispiel in seinen Videos relativ häufig gefragt, warum Spyro gerade nicht getroffen wurde von dem Drachenversteinerungszauber von Nasty Nork. Aber ja, wenn ihr es wollt, könnt ihr es mir schreiben. Ich meine, interessiert mich auch. Ich habe damals die Kommentare nicht wirklich gelesen. Wisst ihr aber nicht. Ne?
Wenn du Drachen rettest oder auf Plattformen trittst, wird dein Fortschritt gespeichert. Das ist praktisch, falls du mal Ärger kriegst, was dir natürlich nie passieren würde, Spyro. Nee, niemals. Na dann, was wollte ich sagen? Ich rate euch zu einer Micro-SD-Karte. Micro-SD-Karte lohnt sich. Könnt ihr schön alles auf der Micro-SD-Karte speichern, weil die Switch hat eh so wenig Speicherplatz, dass das auf jeden Fall die klügere Entscheidung wäre. Da ist ein extra Leben wieder drin. Yay, 7 Stück schon. Ansonsten, wenn ihr es euch im eShop holt, kostet auch 40 Euro, genauso wie im Laden. Und dann zahlt ihr genauso viel. Aber mehr zum Download. 15 GB, um genau zu sein. Wenn du alle Drachen befreit hast, geht es durch dieses schicke Strudel Dingsbums zurück zur Heimat der Artisanen. Aber erst muss ich dir was erzählen. Nein, danke. Tschüsschen. Yay. Sehr schön. Haben wir alles. Ich meine, wir haben 100 Edelsteine. Ich habe keine Ahnung, ob das alle sind. Ich glaube nicht in dem Level. Wir drücken mal ganz kurz Pause, um nachzuschauen. Ja, hier gibt es nämlich 200. Einen Drachen noch. Und ein Ei. Das ist ja interessant. Ich habe schon gesehen, dass da oben was drauf ist. Also, dass man da... Ja, guck mal da. Da sind noch ein paar... Da sind noch ein paar Kristalle drauf. Da können wir irgendwie also rauf. Mal gucken, ob ich das rausfinde, wie wir denn da raufkommen. Das wäre nämlich jetzt äußerst wichtig. Ich würde eigentlich ungern mittendrin im Level beenden, aber wir nähern uns langsam aber sicher so der Partgrenze, wo wir dann beenden sollten. Dementsprechend beeile ich mich ja. Ich beeile mich. Ich streng mich an, dass wir das noch hinkriegen. So, den Weg sind wir anscheinend noch nicht lang gegangen. Sehr schön, da steht noch eine ganze Menge rum. Gibt es nicht irgendwie eine Karte? Ich dachte, es gibt irgendwie eine Karte. Warte, lasst mich mal ganz kurz. Hier, Karte, ein. Ich hätte gern die Karte. Da ist sie. Da ist meine Karte. Damit kann man nämlich so schön das Gebiet sehen. Und das Gebiet möchte ich eigentlich schon gerne sehen. Weil dann weiß man so ungefähr, wo man schon war und wo noch nicht. Dann kann man so ein bisschen einen Plan zurechtlegen sich für die Welt. Auch wenn ich wahrscheinlich größtenteils einfach nur rumrenne und alles einsammle, was es irgendwie zum Einsammeln gibt. Aber genau das ist das, was ich an dem Spiel hier so mag. Einfach, dass es so viel zum Sammeln gibt. Es ist zwar alles komplett nutzlos, glaube ich, bis auf die Drachen. Also ich glaube, die Edelsteine werden vor allen Dingen im ersten Teil, glaube ich, nicht wichtig. Aber ich mag es halt trotzdem. So fühlt sich die Welt so schön lebendig an. Wenn es hier so viel zu sammeln gibt. So. Da drin ging es, glaube ich, irgendwie hoch, ne? Da gab es, genau, da gab es so ein Strudelding. Wie das ja offiziell betitelt wurde. Und da haben wir den letzten Drachen, Gildas. Spyro, mein Freund. Brauchst du einen Tipp zum Gleiten? Na klar. Du gleitest länger, wenn du in der Spitze deines Sprungs Sprung drückst. Drück mitten im Flug Aktion, um herabzuschweben. Drück. Alles klar, ich werde drücken. Okay. Der ist natürlich genau hier hingestellt worden, um einen beizubringen, dass man hier seitlich rauf kann. Wenn man es nicht schon bereits gesehen hätte, um sich hier natürlich dann den letzten Rest an Edelsteinen zu holen. Und vielleicht ist ja hier auch dieses Ei versteckt. Das hat nämlich auch noch eine kleine Besonderheit, dieses Ei. Das kann ich euch dann gleich zeigen, wenn wir es denn hoffentlich finden. Komme ich da hoch? Nein, da ist eine unsichtbare Wand. Okay, dann nehme ich einfach die hier so lange. Ist okay. Sehr schön. Nicht vergessen, alles mitnehmen. Will bestenfalls nichts übersehen. Das wäre sehr unnötig, wenn ich dann wegen einem Edelstein hier irgendwo anfangen muss zu suchen. So, hier haben wir ein paar Schäfchen. Nicht runterfallen. Da haben wir noch ein paar Edelsteinchen. Und da ist das Ei. Das Ei wird nämlich bewacht von so einem Typen.
Und den müssen wir immer in einer Verfolgungsjagd hinterherrennen. Und ich muss, glaube ich, die Kurven ein bisschen schnittiger nehmen als er, damit ich ihn dann letzten Endes mit meinem Feueratem einem mitgeben kann und das Ei einsnacken. Sehr schön. Okay, da ist der Weltrand. Wunderschön gekennzeichnet durch diese Pfähle hier, in denen wir nicht vorbei können. Aber natürlich stellen sie hier noch eine Truhe hin. Das war mir klar. Ist halt heute, ne? Ist der erste Part, da kann man den schon ein bisschen länger machen. Ist in Ordnung. Mal sehen, wie viel sich dann später ausgeht. Ich habe mir, glaube ich, das größte Level wieder ausgesucht. Kann das sein? Um zu beginnen. Wahrscheinlich hätte ich mir irgendein anderes aussuchen müssen. Hier kann man lang. Jetzt haben mich die Bäume ein bisschen irritiert. Aber ich sehe... Weltrand. Kriegt man gar nicht wirklich mit. Bis man dagegen kracht. Aber ich sehe keine Edelsteine mehr. Ich meine, wir haben ja auch noch keinen Schlüssel. Das ist sehr doof gerade. Gut, hier bei den Schafen ist auch nichts. Das Ei wird ja nicht der Schlüssel für die Truhe sein. Davon gehe ich jetzt mal einfach nicht aus. Gibt es nicht irgendwie eine Möglichkeit, dass mir Sparks anzeigt, wo ich noch lang muss? Gibt's das nicht? Ich dachte, das gäb's. Okay, wir haben auch eine Fassrolle drauf. Du Barrel. Die können wir in beide Richtungen. Okay, wir können auch... okay, hier kann ich die Kamera drehen noch. Okay. Hab den Knopf gefunden. Den Control-Stick reindrücken, mit dem ich Spyro bewege. Dann zeigt sie mir auch schon an, wo wir noch lang müssen. Für noch ein paar Edelsteine. Das gab's damals, soweit ich das mitbekommen habe, nicht. Das ist jetzt neu hinzugefügt worden, dass Sparks einem zeigt, wo noch Edelsteine zu finden sind. Und natürlich zeigt sie mir hier diese Kiste hier an, aber da brauche ich einen Schlüssel dafür. Die kriege ich sonst nicht auf. Na gut. Ich meine, hilft ja nichts. Da oben sind noch welche. Habe ich die gerade ernsthaft vergessen? Ich meine, ich bin keine Runde gerannt. Glaube ich jedenfalls. Es kam mir nicht so vor, als wäre ich eine Runde gerannt. Ich bin immer, glaube ich, an der Stelle im Kreis gerannt. Trotzdem hilft uns das nicht wirklich, den Schlüssel zu finden. Den haben wir nämlich immer noch nicht. Na gut, dann gehen wir nochmal da seitlich drauf. Drehen hier noch ein paar unserer Runden. Ist hier irgendwas? Ich meine, jetzt sehe ich sie schon wieder nicht. Ist in die Richtung was? Du kannst hier rumrennen. Hier oben. Erstaunlich. So viel Freiraum. Und da haben wir einen Edelstein. Einen. Ja. Selbst die einzelnen Edelsteine sind wichtig. Selbst die einzelnen. So, das war, glaube ich, jetzt die Stelle, wo wir die Edelsteine von unten gesehen haben. Als ob man da nicht rauf kann. Ich sehe doch da oben irgendwas, oder? Bin ich blöd? Ich bin der Meinung, da oben irgendwas zu sehen. Lass nochmal versuchen, da hochzukommen. Es muss doch einen Weg geben. Nein, okay, nicht über den Turm. Ich meine, hier ist ja die unsichtbare Wand. Das funktioniert ja nicht. Aua. Nee. Das drückt mich immer wieder ab. Da sollen wir, glaube ich, nicht hoch.
Ja, aber wer oder was hat diesen Schlüssel? Sparks, wohin? Ah, du zeigst mir auch nur noch die Kiste an, nicht wahr? Ja. Das hilft mir nicht wirklich, Sparks. Ich meine, ich check jetzt einfach nochmal alle Gänge ab. Irgendwo müssen wir ja ganz eindeutig noch nicht gewesen sein. Aber das kommt mir alles bekannt vor. Na? Da gibt's keinen Gang mehr. Schaf wird das höchstwahrscheinlich nicht haben. Der Gang hier vielleicht noch. Aber der führt doch auch nur wieder hier hin. Nee. Ich finde den Schlüssel nicht. Das ist jetzt blöd. Du sagst in die Richtung. Du sagst weiter in die Richtung. Jetzt zeigst du doch schon wieder nach unten. Ich glaube, ich will noch mal hoch. Irgendwas da hinten mit der Schafsherde? Hier? Jetzt zeigst du wieder runter. Aber ich will doch nicht runter. Ich weiß das doch. Aber jetzt zeigt ja komplett woanders runter. Wartet mal kurz. Jetzt zeigt hier runter. Das ist nicht derselbe. Nicht dasselbe Versteck. Oder? Nee. Er will hier runter. Da unten ist Sand. Aha. Aha. Da sind tatsächlich noch welche. Sehr nice. Hinter dem Ausgang. Hinter dem Ausgang versteckt. Und da ist auch der Schlüssel, nach dem wir die ganze Zeit gesucht haben. Sehr schön. Na dann, haben wir es doch noch geschafft, das Level zu beenden. Gott sei Dank haben sie Sparks hinzugefügt in diese Version. Gott sei Dank. Ohne Sparks wäre ich schon im ersten Level aufgeschmissen gewesen. Gut, dann war das ein besonders langer Part Spyro zum Beginn. Na, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Morgen gibt's dann weitere 2 Videos des kleinen lila Drachen. Ich hoffe, ihr seid da auch dabei. Ne, Release-Spiel, da gibt es immer mehr Videos die kommenden Tage. Ich glaube, wir werden bis Part 5 jetzt erstmal durchspammen, die Videos. Vor allen Dingen, weil ich auch Spaß dran habe. Und ich hoffe, ihr auch. Na dann, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.